Information hat, dass an diesem Morgen simuliert wurde in Luftwaffenmanövern, es wird ein Flugzeug von Terroristen entführt. NORAD conducted exercises using hijacked airliners as weapons. And one target was the World Trade Center. Dann kann man ja auch den Gedanken vielleicht noch eins weiter spinnen, sagen, naja, okay, wenn schon solche Simulationen stattfinden, dann brauche ich doch vielleicht auch ein paar Schauspieler, die die Terroristen spielen. Ein Teil von diesen 19 hockt tatsächlich in diesen Flugzeugen. Aber ihr Job war nicht der, die Flugzeuge zu entführen und zu fliegen selber. Die eigentliche Tat wird von Geheimdiensten organisiert. Da bedarf es wenig Arbeit im Grunde genommen. Und auf der anderen Seite, wo man sozusagen ein Schaufenster, die Puppen reinstellt, auf die sich der öffentliche Zorn richten soll. Also im Prinzip müssen nur ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Leute oder von mir aus 30 Leute wissen, was wirklich abläuft. Und der Rest führt Befehle aus. Die wissen nicht, um was es geht. Need to know. Jeder weiß nur so viel, wie viel er wissen muss, aber ist nicht in den Gesamtplan eingeweiht. Ein Film von Frank Höfer, Falscher Flagge. Und der Falscher Flagge. Möglicherweise sind die Flugzeuge ferngelenkt worden, auch nicht völlig absurd, weil eben in der Nähe dieser Flugzeuge Maschinen waren, die da nichts zu suchen hatten und für die es auch keine wirkliche Erklärung gibt, außer eben der. Man habe sich ja überhaupt nicht vorstellen können, jemals in seinen kühnsten Träumen, dass jemand einen Airliner als Waffe benutzt. Ja. Jo, vielleicht hat es ja schon einer darüber nachgedacht, aber dass es dann so geht. Ja, dieser Frank Höfer, entweder hat der Frank Höfer meinen Kopf manipuliert oder er sagt halt zufälligerweise genau das, was ich auch über diese Dinge denke. Nee, er hat schon dazu beigetragen, dass ich bestimmte Ideen in die Richtung entwickelt habe. Auf jeden Fall. Die sind doch so Triumvirat, da war der Höfer auch ganz am Anfang, war er noch mit dem Stoner und später kam dann noch einer dazu. Das muss ich mal überlegen, wie er heißt. Tut mir leid, fällt mir nicht ein. Der macht jetzt dieses Homeoffice immer. Stein, genau. Und ja, was wollte ich dazu sagen? Achso, die drei drücken ungefähr mein Denken aus. Jetzt habe ich aber dann festgestellt, wenn man sich den über Monate lang deren Analysen immer wieder anhört, dann übernimmt man ja den ihrer Denker auch. Ne? Richtig. Da muss man wieder aufpassen, dass man da nicht ins falsche Fahrwasser gerät. Nicht ins falsche, sondern eben auch in ein Fahrwasser, was man gar nicht so bestimmt. Aber so, zumindest als sie aufgeploppt sind, haben sie genau das gesagt, was ich auch ansatzweise gedacht habe. Und die haben das mit Argumenten unterfüttert. Ne? Ich habe dann später von dem Pohlmann mal einen Film gesehen, wie er sich über die Klimasache auslässt. Und da habe ich dann, weil ich mit dem Klima ganz andere Meinung habe, ne, da ist mir aufgefallen, ey, wenn du jetzt dich mit dem Klima nicht so beschäftigt hättest, wie du es nun mal hast, dann wärst du dem jetzt auch da drauf gehopst. Ne? Und da ist mir aufgefallen, verdammt nochmal, der Grat ist doch verdammt schmal. Ne? Wo man dann jemand hinterher hopst, der vielleicht, wie ich das schon mal gesagt habe, 70%, 80%, 90% sagt er das, was man eigentlich selber auch für richtig hält und was auch in diese Richtung. Aber 10%, 3%, die jubelt einem unter. Das habe ich damals erklärt als Expertenstatus. Das sind die Experten und dafür werden die bezahlt. Für die 3% Fehlleistung. Man muss nach den 3% immer also, wo man rumrennt, ne? 10, bei manchen ist es ja total dumm, baut's, da ist es nicht schwer. Aber bei denen, das ist wirklich fatal. Ne? Fatal. So, ja, also gut. Ja, das war's eigentlich. Das ist so die Quintessenz, was der da sagt. Das müsse ja nur ein paar müssen die Fäden in der Hand haben. Der Rest ist nur Befehlsempfänger. Das muss man wissen. Die ganze Wissenschaft funktioniert genauso. Wenn ich als medizinisch da diskutiere, ne, das sind hochgebildete Leute, die alles Mögliche gelernt haben von zusammen. Aber die grundsätzliche, da muss doch nur ein Ding falsch neu getudelt worden sein, so dann nicht gemerkt.
woher will man dann wissen, wenn man Physiker ist, wie der letzte Versuch da hinten noch funktioniert und ob das Licht nicht um die Ecke geht. Oder geht es vielleicht sogar, ist ja egal. Also das ist... Und da baut man dann ganze Argumentationsstränge drauf auf und ohne der unterste Stein ist schon falsch gesetzt. Na, was ist das? Ne? Das ist, kann man beim World Trade Center sehen. Da zieht man der unterste weg, der ist in oben geflogen, das ist zusammengefallen. Normalerweise ist es so, wenn du unten wegziehst, fällt auf jeden Fall ein. Ne? So hätte ich, also, wenn ich Flieger gewesen wäre, hätte ich unten neu gebollert. Ne? Hätte sie noch unten. Die hätte erstmal hochsteigen müssen und dann unten ins Fundament. Da, wo, wups, überall vom Fundament. Da hätte sie neu schlagen müssen. Aber ja, wenn man dann eine Pfannkuchentheorie entwickelt, dann klappt das auch. Ne? Wehe dem, du zweifelst daran. Naja, jetzt habe ich es aber, oder? Ja, ich habe jetzt mit der Argumente, World Trade Center als Argumente, nimmt das Unterste, setzt es falsch. Ich habe das schon immer gesagt, es ist mir aufgefallen, als ich den Platon damals gelesen habe, über den Staat oder was er da sagt. Und dann habe ich immer gedacht, verdammt nochmal, der führt mich in die Argumentationen rein und immer zum Schluss lande ich irgendwo, wo ich gar nicht, es ist nicht so schlecht, was er sagt, aber so kann es doch nicht sein. Und da ist mir aufgefallen, man muss immer nur so ein Bauklötzchen, ich habe früher mit Bauklötzchen gespielt, wenn man die immer wieder zurück in der Schwerpunkt setzt, dann bleibt das so stehen. Ne? Aber wenn du ein Bauklötzchen, da kommst du, kann auch wieder mal zurück, aber dann auch wieder eins in die andere Richtung. Und wenn du dann auf einmal so einen schräg, dann kippt er. Und dann merkst du, das war doch nicht so deine Argumentationsschiene, wenn man davon ausgeht, dass die auf dem Schwerpunkt sein sollte. Und da ist mir aufgefallen, ja, so kann man eigentlich alles machen. Ne? Und das ist, man sagt dazu Demagogie, wenn es einem auffällt, ne? Aber das heißt auch Wissenschaft und es geht genauso mit der Wissenschaft. Und Corona ist jetzt die Krönung. Corona ist die Krönung, weil da erkennt man es. Da ist natürlich irgendwo ein Virus, mein Gott, was weiß ich, der Lanka sagt, das gibt's gar nicht so, der andere sagt wieder, das ist so, da ist es halt irgend so ein Teilchen. Das wissen die, dass das alle halb Jahr entsteht, so ein Teilchen. Da haben sie nicht lang rummachen müssen. Und dann haben sie nur warten müssen, bis mal eins wirklich was macht oder so. Ne? Und dann haben sie dieses ganze Gelaber losgedreht und wenn dann einer mich sagt, ja, wer meinst denn du, wer sie sind? Es ist mir scheißegal, wer sie sind. Die sind sie, die man nicht weiß, wer sie sind. Und Drosten ist einer von ihren Ausführungsorganen. Der hat einen Test schon gehabt, bevor das Ding da war. Also muss doch da was sein. Da muss man doch noch nicht drüber nachdenken länger. Also, komm, hör auf. Wer da noch weiter diskutieren will, das ist ein Nervbolzer für mich. Der will es auch gar nicht wissen, genau genommen. Naja, also, da habe ich es, jo. Man muss aufpassen und eigentlich ist es hopeless in einer Welt. Und mein Freund Rolf, der hat mir damals schon dann vor langer Zeit, da hatte man den Stoner noch gar nicht auf dem Schirm und seine Freunde, der Höfer und der Stein. Und den Polmann und die ganze. Da hat er mir mal den Walter Oetsch, den Professor, geschickt aus Österreich. Und der hat es mit Menschenbildern, da sagt der Stoner, hat dann später den Begriff. Oder das hört man jetzt überall da, wie irgendwie fragt, was weiß ich, wenn man so Leitbild halt hinsetzt, aber hört er irgendein englisches Wort. Framing oder sowas. Da habe ich dann auch gedacht, wie kommt denn der genau zu dem Ausdruck? Und überall ploppt der auch oft zur selben Zeit. Also wenn ich sowas schon merke, ne, da denke ich immer, ploppt das auch? Hallo? Ja, okay. Hallo. Okay. Und das Ding, Framing Channel. Und der Oetsch beschäftigt sich damit, spricht aber Deutsch und sagt da halt Weltbilder, glaube ich. Und wie sich diese Gedankenbilder der Menschen, wie die Welt funktioniert, da müssen sie nicht nur drüber nachdenken, sondern nur empfinden haben.
von der Steinzeit bis heute, ne, so ungefähr. Da macht er sich Gedanken dazu, macht eine Vorlesung über mehrere Stunden. Sehr anstrengend, aber naja, ich habe nicht alles angeguckt. Weil er halt da ins Detail dann geht. Und, aber da ist es, man muss ja nur eine Stunde oder einen Teil mal rausnehmen. Und da wird einem klar, dass immer das gesamte Denken in dem Weltbild drinsteht, in der Welt drinsteht, dass also das Weltbild, das man entwickelt, ist immer in dem Moment da, die Gesellschaft, in die man neu kommt. Und dessen, deren Denken ist in, die wird in deinen Kopf gepflanzt. Nicht die Wahrheit, nicht das, sondern das, was da ist. Und das heißt aber jetzt im Rückblick, ich denke mir doch immer, oder ich habe zumindest so gedacht, wenn man dann zurückguckt, die im Mittelalter waren blöd und die vorher waren noch bläder, aber der Sokrates, Platon, der Aristoteles, oder wie heißen die da all, die waren doch verdammt clever, das waren doch schlaue oder Epikur und wie sie alle heißen, ne? Der Kant, der ist natürlich nicht so weit zurück, aber der Kant, der ist schon verdammt clever. Wow. Aber gut, okay. Und da konnte es also nicht, man kann also nicht sagen, man ist einfach in der neuen Zeit. Das ist genauso wie wenn man sagt, ich bin ein Deutscher, ich bin ein VW-Mensch oder ein Mercedes und so, und dabei kann man nicht mal ein Auto nicht mal auf die Räder stellen. Oder man identifiziert sich da damit oder wird auch identifiziert. Ne? Beckenbauer, Müller, obwohl da weiß man dann, so gut spiele ich nicht Fußball. Jetzt habe ich mich aber wieder überholt. Es waren so die Auslandserfahrungen beim ersten Trempe in Irland. So an sich, was man weiß, ist Munich Beer Festival. Fußballer und Mercedes-Benz oder sowas. Naja, gut. Und was wollte ich sagen? Ach so, und man wird irgendwo neugestellt und identifiziert sich da damit. Und dann meint man, das wäre so. Und dass man der Wissenschaft auf den Leim gehen kann. Ne? Also das merkt man jetzt erst mal richtig satt durch dieses Corona. Weil da wollen sie einem doch, jetzt argumentiert doch nicht so emotional. Bleibt doch bei den Fakten, dann wissen sie, was Fakten sind. Du fängst doch schon auf. Was ist denn ein Faktus? Was ist denn Fakt? Gibt es keinen lateinischen Ausdruck dazu. Ach so. Okay. Bleib doch mal dabei bei deinen Fakten oder bei den Fakten. Und dann musst du wissen, was einer ist. Und dann sagen sie, Wissenschaft, die Wissenschaft. Wenn man sich auch guckt, wie die Klima behandelt da draußen, da weißt du, was das für Wissenschaftler sind. Und in der Medizin ist es natürlich nicht besser oder in der Virologie. Und erst als ich mir ein mathematisches Programm hier entwickelt habe, wo ich mal diesen Virus nachgebildet habe, wird ja jeder sagen, das kannst du doch nicht, das weißt du doch gar nicht. Natürlich kann man es machen, mathematisch kann man sagen, wie viel sterben, wie viel kommen dazu, was macht dann diese Menge, die da übrig bleibt. Und wie lange ist es noch wie möglich ansteckend. Und da kannst du eine Kurve machen, und da ist mir das aufgefallen, die macht ja einen Knick. Und das nennen die dann Herdenimmunität. Und da erzählen sie dir was davon. Da habe ich das erste Mal selber gerechnet. Nee, es stimmt gar nicht so, wie sie so. Sie muss nicht immer bei 80% einen Knick machen. Die können auch bei 40% machen oder bei 50% schon einen Knick. Kommt nämlich darauf an, wie der Virus da sich in die Menschen reinpflanzt. Ne? Wie schnell, wie aggressiv. Das hängt natürlich schon damit zusammen, was für Maßnahmen man macht. Ne? Aber wenn man gar kaum macht, kann es auch sein, dass er einfach nicht so aggressiv ist. Er prallt halt ab. Ne? Und die Sache dann, ja, mir gemacht, unsere Maske. Ja, ja. Hast du die Krokodile in der Stadt. Ja, musst du aufpassen, wenn du an die Kreuzung kommst. Und deswegen klatscht die in die Hände. Ah ja. Und es ist ja sehr erfolgreich. Noch nie was passiert. Und nie von einem Krokodil angefallen worden. Ja, so ist es halt, ne? Man muss sich nur die Methode überlegen. Ne? So, fertig.
muss ich jetzt noch senden, weil ich den einen so gebracht habe, dann habe ich abgeschnitten. Ne? Das sieht man mal, wie man mal die... Ich nur sagen, das hat man sich sehr wohl vorstellen können, denn es gab im Jahr zuvor, gab es eine Infrastrukturkonferenz im Pentagon, wo man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir verhindern, dass ein gezielter Anschlag auf das Pentagon... Jetzt habe ich selber so ein Ding gemacht. Hast du es gesehen? Ich wollte ja eben aufhören. Dann habe ich den Film weitergeguckt. Oh, der ist ja uralt. Und dann kommt der nochmal, den ich vorher habe. Und so nennt man aus dem Zusammenhang reisen. Das weiß ja jeder. Ne? Aber dass man das dann so... Dann wird es ja selber vorgeführt kriegt. Ne? Das ist nicht nur, dass es aus dem Zusammenhang gerissen wird. Man kann auch aus dem Zusammenhang vielleicht jemand zuhören. Lesen. Genau. Und merkt es gar nicht. Ne? Das ist nicht einmal manipuliert, sondern man liest halt bloß die Seite Nummer 153. Da steht so weit. Und da hätte man noch eine Seite weitergelesen. Da hat er nur dramaturgisch sagen wollen. So, und im nächsten Moment kommt das Gegenteil. Und die hat man halt nicht mehr gelesen. Dann. Was sind das? Wo sind die? Das ist ja egal. So, das musste ich jetzt nochmal hinten drauf hängen, weil das war jetzt, also da, selber reingefallen, ne? Das ist jetzt ein wichtig, also das ist eine schöne Erkenntnis, wie man selber zum Manipulateur wird, ohne dass man es will. Das wollen die vielleicht gar nicht, die am da informieren. Ah ja, die normale so und so nicht. Ich habe jetzt eben Radio ausschalten müssen, sonst wäre mir es wieder aus der Ohren rausgeflossen, wie sie sich jetzt engagieren fürs Klima und für die. Ach du, was weiß ich. Und da ist mir jetzt klar geworden, ich war jetzt 14 Tage in Urlaub, da habe ich überhaupt nichts verstanden von denen, weil ich die Sprache nicht verstehe. Wie angenehm das ist. Ich hätte ja wenigstens wissen müssen, wie man guten Tag sagt und danke und so. Bis zum Schluss habe ich mir das nicht merken können. Naja. Voilà. Immerhin. Mach's gut.